Befehl ohne Unterschrift. Standhaft bleiben. Die zweite Welle wird bald erbrechen. Bis dahin. Briten zerstören. Und wir sehen. Chaos stiften. Okay. So, da kommen wir hier wieder durch. Dann können wir hier entlang. Jetzt hat. Ja, man sollte vielleicht nur die richtige Tasche nehmen, damit man durchkommt, beziehungsweise schauen, ob es frei ist. Dann stellt man sich auch nicht allzu blöd an. Oh 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 oh. Genau, das habe ich befürchtet. Das Feuer ist erloschen. Da können wir jetzt durchhuschen. Da ist die Truhe. Da geht's noch weiter. Wo kommen wir denn hier hin? Ach, hier geht's wieder raus. Okay. Schön. Schöner Ort. Gefällt mir. Gut. Die Idee müssen wir nicht machen. Ich glaube, wir müssen dann hier einfallen zum Kämpfen. Ist nur so eine Vermutung. So, erstmal hier darf befreien. Wir müssen da in die Richtung. So. Oh, Schneelaufen macht Spaß. Passt irgendwie zur Jahreszeit aktuell, auch wenn kein Schnee bei uns liegt momentan. Jo, schnell den Weg. Wir kommen euch schon noch töten. Keine Sorge. Ihr bleibt nicht in unserem Land. So, mein Freund unten. Hast du vielleicht irgendwie was zum Essen für uns? Das wäre sehr schön von dir. Kein Mampf. Naja, jemanden Felsen zum Wegschieben. Nur ein Gott könnte dieses uralte Wesen gegen ihren Willen festhalten. War es der Zeitreiche? Eine andere Gefahr? Oder sehe ich böse Vorzeichen, wo keine sind? Und jetzt? Muku. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass wir eine Kuh eskortieren müssen. Aber gut. Wieso nicht? Ist die Mission eigentlich noch da? Ja, aktuell schon noch. Okay, wir müssen echt die Kuh eskortieren. Ja gut, dann eskortieren wir mal die Kuh. Es war schlicht Durst, der dieses Urwesen trieb. Selbst die Götter unterliegen einfachen Bedürfnissen. Stille deinen Durst, Menschenschöpferin. Mögest du viele neue Wunder für uns erschaffen. Hui, und dann springen. Wahrscheinlich klebt jetzt ihre Zunge am Eis fest. So, wir haben gesagt, hier entlang und dann da hinüber. Interessant, auf jeden Fall. Für die Ehe. Ja, also für Odin, für unsere Götter sozusagen, ist eine coole Göttin. Eigentlich doch auch interessant. Bei uns ist eine Kuh ein nahrungsspendendes Wesen. Ein Nutzvieh, wie man so schön sagt. Und bei ihnen ist eine Gottheit, die die Menschen auf die Welt brachten. Heißt das, wir müssten vielleicht auch umdenken? Nicht umsonst werden wenn Kühe in Indien zum Beispiel beehrt. Aua. Das war nicht ganz so klug.
Au. So. Au. Die Geisterwölfe, die sind böse. Ah, jetzt sind sie normal. Das ist schön. Au. So. Oben ist der Schatz. Wie komme ich da hin? Da drüben, da hinüber, da hinüber, da hinüber, da. Von hier aus. Oh, Pfeile. Und hier ist eine Nachricht. Lesen. Was Antwort. Stiefsohn. Ich spucke auf diesen erbärmlichen Streich eines bockigen Knaben. Ich bin nur der Gatte deiner Mutter. Du hast zu gehorchen und diese kindischen Wettstreite sein zu lassen. Als ich Thor beim ersten Versuch nicht erfolgreich war, wusste ich, dass das Ziel meine Demütigung war. Thor ist immer beim ersten Versuch erfolgreich. Von einem Bein aufs andere zu hüpfen, ist ein leicht lachhaftes Unterfangen, welches ich kein viertes Mal versuchen werde. Ich gehe nun zu deiner Mutter und ich werde sie pflügen. Stark und leidenschaftlich, wie üblich. Gleich nachdem ich deine alberne Prüfung bestanden habe. Thor, König des Himmels und der Luft. Ja, Loki hat ein Thor verarscht. Das ist schon gut. Oh Gott. Blüten, ja, ja. Tut mir leid, mein Freund, aber... So. Ich dachte, ihr greift mich an. Ich hab, der tut mir so leid. Ich hab seine ganzen Freunde getötet. Das tut mir wirklich irgendwie leid. Und jetzt überlegt, damit ich schuld bin, damit er jetzt ganz allein ist. Wow. Das hat sich jetzt wirklich noch rentiert. So, gibt's hier nicht auch eine Nachricht? Nein. Und daraus kommen wir aber rein. So. Und tap. Dann können wir hier den Schatz schnappen. Hier öffnen. Mein geehrtes Reittier. Oh, hallo. Oh, da ist noch mehr Nachricht. Da ist noch mehr Nachricht. Warte mal. Ja, du bist gerade ein bisschen weg. Tut mir leid, mein Freund. Einmal hier auffüllen. Wir sind voll, okay. Lesen. Brief an Thor. Mutters Gatte. Sie nennen dich Herrn der Blitze. Doch bist du nicht annähernd so schnell, nicht geschickter als ein Eber und so flink wie ein Braunbär im Winter. Magst du einen braunen Baumwipfel-Wettstreit? Kannst du auf Luft und Zweigen tanzen, wie ich über Ringkornes Ruder flog, bevor es dem Bestattungsfeuer zum Opfer fiel? Oh, ich liebe diese Geschichten. Die haben was. Die haben wirklich was. Find's irgendwie cool. Jo, dann über. Hey, wir könnten heute Asgard abschließen. Ich weiß halt, wie viele Hauptmissionen das sind, aber Nebenmissionen könnten wir alles heute schaffen, genauso wie die ganzen Schätze. Na gut, klar, wenn wir die ganzen Nebenmissionen schaffen, dann haben wir natürlich alle Schätze schon geschafft. Und da haben wir zum Glück schon mal Geld investiert, damit wir schwimmen können. Mit unserem Reitgetier. Dann gehen wir hier hoch. Bin gespannt, was jetzt da auf uns zukommt. Meine Waffen verletzen mich nicht.
Okay, wir holen uns erstmal den Schatz. So. Der ist dann irgendwie unterirdisch. Da geht's ja nicht, das ist ein Bug. Bug. Es schaut auch so komisch raus aus der Erde. Bin ehrlich. Nein, da vorne. Unten geht's rein. Ja, wir machen dich gleich. Erstmal will ich hier rein. So. Gut. Oh, wieder so ein Rätsel. Okay. Bemerkt des Baumeisters. Die Abweichung der zweiten Rune dient der Bindung zusammen mit der 14. wird der wahre Name enthüllt, um die Verzauberung zu versiegeln. Okay, jetzt ist die hier. Darauf war ich jetzt nicht gefasst, damit du hier unten bist. Oh. Wir haben es nebenbei einfach mal die Mission oben erledigt. Wir müssen ja da noch irgendwie hin. Das ist der hier dann. Jetzt hat. Genau, das da wieder zu. Gut. Upsala. Wir haben wohl außersehen wirklich die Mission von oben schon abgeschlossen. Ja. Das war jetzt unbeabsichtigt. Ich habe da nur was gefunden und gedacht, ah, da muss ich rein und... Schau. Flüche treffen mich nicht. Deine Flüche treffen mich nicht. Deine Waffen verletzen mich nicht. Und hep, mal schauen, was er noch zu sagen hat. Deine Flüche treffen mich nicht. Krieger, leg deiner Kampfeslust Zügel an und reite sie. Lass dich nicht von ihr reiten. Ich kenne dein Gesicht nicht. Doch, ich... Ja, denk nach. Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst? Der Feuernebel füllte meine Kehle. Ich watete durch ein Meer aus Blut und Fleisch. Ein Speer durchbohrte mein Herz. Und dann holte dich eine Walküria unter jenen hervor, die für Hel bestimmt sind, und brachte dich hierher, ins ruhmreiche Asgard. Asgard? Dieser Ort ist wahrlich wie kein anderer. Und das ist kein Traum? Muss ich gegen dich kämpfen? Wir werden gemeinsam kämpfen und Teil des größten Heeres sein, das je zusammenkam. Doch zuerst iss und trink mit den Göttern. Nimm den Platz in der Halle der Gefallenen ein, den du dir durch deinen Mut verdient hast. Thor! Sturmbringer! Ich biete dir meine Klinge! Odin! Rabennäher! Ich gebe dir mein Leben! Aha, okay, alles klar. Wieder einer mehr. Ich habe jetzt gedacht, wir haben da irgendwie die Mission schon erledigt. Ah, ne, gehen wir jetzt dahin. So, na, jetzt doch mal die hier und dann haben wir nur noch diese Ecke hier vor uns. Das hier, dann haben wir nicht alles fertig. Können wir sagen, wir haben Asgard abgeschlossen. Gut, bis auf halt die Hauptstory, die wir jetzt machen müssen. Aber ich möchte es doch schon fast, bevor wir die Hauptstory fertig haben, durchkriegen alles. Ich glaube, die Hauptstory hier in Asgard wird sich noch ein bisschen hinziehen. Da weiß ich, wo man wieder hinkommt, den Schatz. Also ein paar habe ich ja schon mal eingesammelt hier.
war da vorne alles. Und jetzt sammeln wir es halt live an, nicht offline. Oh, da muss ich hin, da ist auch der Schatz noch. So, und wie komme ich an diesen Schatz heran? Das ist die große Frage. Fragen aller Fragen, wie kommt man an die Schätze ran? Es ist irgendwie hier drunter. So. Und dann muss ich hier hinüber. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Ich hab sie. Brief ohne Unterschrift. Alles, was ich tue. Die Ränke, die Opfer, die Treuebrüche, tue ich für dich. Bei meinen Kindern fürchte ich dich am meisten. Die Nornier verfluchten deinen Namen und vor deiner Geburt. Und vergifteten töricht die Ohren. Wen meint er? Wer wird hier gemeint? Alter. So. Da geht's aus. Und damit. Odin gemeint? Also. Meinte. Hat das Odin geschrieben? So meine ich? Oder. Ja, wird damit. Thor gemeint. Oder Loki, oder wie heißen sie noch alle? Der Sonnenstein wurde bewegt. Der Lichtpfad hat sich verschoben. Ich glaube, hier müssen wir jetzt noch nicht rein. Ich glaube, da müssen wir jetzt dann gleich rein. Und zur Hauptmission. Ich glaube, wir müssen hier dann gleich rein. Mit dieser Hauptmission. So. Hier war ich schon mal kurz drin. Ich gebe es auch ehrlich zu. Weil da waren zwei Schätze und einen habe ich nicht gefunden. Da war ich zu blöd dazu. So, wo ist die Hauptmission? Wo ist diese Hauptmission? Wo ist... Ah, wir sind schon mittendrin. Die Schicksalsquelle. Da waren wir schon richtig. Ich wollte den Schatz holen und bin eigentlich schon richtig gegangen. Nehmen mal... Glück, Puse, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Auch im Bienenstumpf fehlt mein Korn. Könnte man es auch nennen. So, da haben wir bereit. Okay. Dann müssen wir hier entlang. Diese Höhe nicht. Wir müssen da entlang. Nein. Genau, da oben war, glaube ich, der Schatz noch. So. Hier entlang. Da geht's da weiter. Hallo? Dann geht's da nach unten. Hier hindurch. Weiter. Harvey, Loki sagte, du wärst hier. Er erzählte mir von der Bitte des Baumeisters. Sein Angebot besorgt mich sehr. Warum wurde der Durchgang geschlossen? Ist jemand kürzlich hier gewesen? Hörst du mich, Harvey? Dieser Baumeister ist uns völlig fremd. Wir kennen seine Absichten nicht. Ich bin der König Asgards, Tyr. Zweifle nicht an meiner Absicht, es zu schützen. Beruhig dich doch.
Was bedrückt dich? Meine Bürde ist mein Problem. Eine Wolke überschattet Asgard. Eine Weissagung betrübt mich. Weissagung. Die Nornir sagten, ich würde bei der Ragnarök sterben. Sie beschrieben mir mein Dahinscheiden. Fast alle von uns werden in der letzten Schlacht fallen, das wissen wir. Doch wird es ein guter Tod sein. Und wir werden in glorreichen Geschichten weiterleben. In den kommenden Tagen brauche ich deine Stärke, um mich zu erden, um mich zu fordern, um mich vom Abgrund zurückzuziehen, wenn ich taumle. Das werde ich, solange mich ein Atem erfüllt. Und so muss ich dich warnen. Wandle mit Vorsicht an diesem Ort. Was hier geschieht, kann in allen neuen Welten Wellen schlagen. Okay, werde ich. Du bist da jetzt mit dabei. Ist versiegelt. Jemand ist bemüht, mich fernzuhalten. Vielleicht ist es als Warnung gedacht. Ich nehme es als Herausforderung. In meiner Erinnerung war es hier heller. Diese Sonnensteine sollen das Licht lenken, aber der Pfad wurde verändert. Wir haben ein... Was, wenn ein Eindringling versucht hat, den Schutz der Quelle zu schwächen? Ob wir eingreifen sollten? Die Vollkommenheit dieses heiligen Ortes muss bewahrt werden. Doch ob wir ein Fluch oder ein Segen sind, das bleibt abzuwarten. Es gibt... Du hast das schon mal gemacht, Harvey. Ein, zweimal. Nicht der Rede wert. Ich bezweifle, dass die Nornier unseren Besuch gutheißen. Die Neugierigen sind hier nicht willkommen. Wir werden längst fort sein, bevor sie uns bemerken. Da haben wir es richtig. Ah, da schauen wir. Und von da aus davor, komm schon. Wischen wir da irgendeinen? Nein, da habe ich wohl keinen. Also gehen wir hier drüben hin. Nun, da das Licht geteilt ist, müssen die Strahlen ihr Ziel finden. Genau, das machen wir jetzt halt einmal mit diesem hier. Und zwar gehen wir. Das Licht trifft auf sein Ziel. Der Stein wird beleuchtet. Zum Glück. Ah, okay, gut, den kann ich bewegen. Müssen wir mit dem hier drüben hin. Okay, schauen wir, ob wir da hinkommen. Sonst muss ich mit dem gegebenenfalls... wie gehen wir da drüben hin? Bewegen wir den ein bisschen weiter in diese Richtung. So. Nein, zweite. Ja, boah. Ach komm. Sind wir jetzt ungefähr richtig? Könnte ungefähr richtig sein. Könnte, muss aber nicht. So, dann gehen wir wieder hoch. Wie viel daneben? Ein Tick nur nach links. Ein Tick nach links. Ein Tick nach links. Noch ein Ticken. Ich glaube, das war das Signal, wenn wir jetzt richtig sind. Oder damit wir die Verbindung verloren haben. Eins von beiden. Ich hoffe jetzt einfach mal, damit das Signal war, damit wir richtig sind. Nein, das war das Signal, damit wir es verloren haben. Okay. Alles klar, dann gehen wir noch ein bisschen weiter nach rechts. Okay, gut. Der kann gar nicht minimal, weil der immer wieder da drauf sich snappt.
So. Müssen wir weiter einen Ticken da in die Richtung? Das Signal, damit wir da dann weg sind. Okay. Jetzt soll es aber passen. Höchstens zum Millimeter. Aber gut, dann gehen wir da ein paar Mal hoch und runter. Immer noch nicht. Ja, noch nicht richtig. Okay, doch noch ein Ticken. Die Quelle steht uns offen. Ich gehe vor. Es war ein Millimeter. Hier so. Hier so. Und hier so. Nimm, was du brauchst und beeile dich. Oh, wie süß. Unvorsichtiger Welpe, du solltest nicht hier sein. Wo bist du? Ich kann keinen Wolf trauen, der lebt. Harvey, nein! Geh aus dem Weg, Tyr! Ich dulde keine Wölfe in Asgard! Dies ist ein heiliger Ort. Töten ist hier verboten. Das weißt du, Harvey. Bist du von Sinnen? Du verhältst dich, als wärst du vom Geist eines anderen besessen. Das Schicksal treibt mich an. Mein Geist ist frei. Mich erwartet der Untergang. Mein Geist ist frei. Mein Geist gehört mir, Tyr. Doch es ist ein interessanter Gedanke. Könnte ein Geist einen anderen überwältigen? Ein Huger in einem fremden Körper? Bist du von dem Wasser besoffen? Nimm dein Gefäß, vergiss den Wolf und lass uns gehen, bevor die Noni uns ein paar Fesseln weben. Nimm dieses Tier und sperre es ein. Dasselbe täte ich mit jedem Wolf und Hund in Asgard, wenn ich könnte. Um deine Sorgen zu zerstreuen, erfülle ich deinen Wunsch. Der anstehende Krieg bedarf deiner vollen Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Mutgeber, für deine ruhige Hand. Wer so tief hinabsteigt, kommt nie mehr nach oben. Dann bleibt uns nur der Weg nach oben. Halt, stopp, 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 stopp. Schau euch diesen kleinen Briefi an. Kann ich nicht mit dem interagieren? Hat's mal die. Süß, 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 süß. Nein, wie süß der ist. Kann ich nicht verstehen. Das ist total niedlich. Wenn du ihn richtig erziehst, kann er der beste Freund werden. Und dir vielleicht auch in der Schlacht helfen. Ist nur so ein Gedankenspiel. Wer weiß. Vielleicht kann er wirklich hilfreich sein. Aber gut. Oder selber wissen. Verlass die Höhle. Jo, bin dabei. Habt ihr auch überall solche versunkenen Säulen sind von den Römern, Griechen? Interessant auf jeden Fall. Sogar in Asgard. Wo ich jetzt nicht damit geredet hätte, was zu finden.